Das sind nämlich noch 30 Sekunden. 0,2, so. Und wir sagen guten Abend hier auf Misano. Wir, das sind in dem Fall der Mojo und ich. Ich weiß gar nicht, der Halbstark und so, die fahren glaube ich gar nicht mehr mit. Oder zumindest fahren heute nicht mit. Aber allgemein glaube ich nur 10 Fahrer. Ja, hinter mir der Wollis. Oh nein, 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 nein. Oh, 10 Sekunden. Oh, jetzt habe ich, oh, ich hab's auch vergessen, so auf Fahren, Alter, zu klicken. Nein. So, und dann wollen wir mal gucken hier. So. Hoppala. Oh, zu schnell. Okay, na dann. Und jetzt heißt es hier eine Stunde durchhalten. Car on the right. Clear on the right. Und ich bin Gaststarter, also muss ich aufpassen, dass ich keinen wegschieße hier. So, dann gucken wir mal, ob hier alles soweit aufgeht. Oh, da ist schon mal einer weit. Wo will er hin? Der Gute. Wollte mein Heck mal woanders hin, wie ich. Aber gefangen. Oh, ich krieg hier gerade übelst Push von Supresa. Halleluja. Hoppala.
Ich kann auch gar nicht so viel erzählen. Im Moment bin ich hier gerade ziemlich in a hurry. Genau das passiert, wenn ich anfange zu labern. Und ich habe mir so ein bisschen, ich mache ein bisschen Sorgen um den hinter mir. Also der hat das zwar sehr gut unter Kontrolle noch, aber ich weiß nicht, wie lange wir das beide noch unter Kontrolle haben. Aber er pusht mich hier Runde um Runde zu neuen Bestzeiten. Ja, krass, also der vor mir fährt schon 1,38, ich hab 1,39. Ja, das ist wirklich die Lücke auch nicht zu befahren. Nicht schlecht. Wir waren gerade bei 1,36,933 angekommen hier vorne. Oh nein, das war zu spät. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber die Reifen sehen ganz gut aus bei mir. Ja, es geht. Ich glaube, ich hätte lieber nur 0,1 sie mehr reinmachen sollen. Ich nutze 0,2. Ich habe das gar nicht verändert. Bin ein bisschen unterm Limit, unterm Perfekten. Aha, die kann man also viel schöner von außen anfahren. Das ist natürlich cool. Oh, voll weit. Das wäre viel zu weit innen so rum. Bin ich in der ersten Kurve voll geschlittert. Sagen fest in einer schnellen Klasse, ja. Na, dabei sind die Allerschnellsten heute gar nicht da. Also Vierter ist eigentlich nicht so meine Position.
Oh, oh. Ja, was kann man noch erzählen? Morgen geht's weiter mit der RTC. Da gibt's morgen das Finale auf dem Nürburgring. Also die Woche überhaupt, die große Nürburgring-Woche. Montag geht's mit dem Finale der RTC los und Mittwoch dann das Finale der AWL auch auf dem Nürburgring. Also da dann nur die Nordschleife. Und da sind wir mal gespannt. Ja, und am Freitag beginnen dann so ein bisschen die kleinen Feierlichkeiten zu dem 1000. Abonnenten, den wir da ja seit Freitag begrüßen dürfen. Und da werden wir zwei Events machen. Was genau wird im Laufe der Woche nochmal genau besprochen. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, am Freitag wird es wieder ein keine Regeln fahren geben. Mal gucken, ob wir wieder den Mini auspacken, wie damals auf Goodwood oder so, also... Ah ja, das war auch eine witzige Aktion, ja. Goodwood, ja. Ja, also mal gucken. Ja, nächste Woche gibt's dann den zweiten Teil. Das ist aber alles noch in Planung. Ja, und ansonsten macht er hier vorne auch gerade kleine Fehler, der Supresa. Also ich lasse hier noch nicht locker. Wir haben auch gerade 3,5 Sekunden Vorsprung auf Wollestin auf Platz 5. Also das passt sich hier. Ja, ich merke schon, meine Reifen zu toll zu heizen an. Ja, das war ein bisschen wie sauberer fahren. Shit. Nein! Ah, shit! Ah, gedreht! Boah, jetzt ist es erstmal schön schwierig. So, na, aber guck mal hier, das sieht doch gut aus. Ein bisschen abhanden gekommen, aber hat das noch gut gefangen. Oh, 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 oh. Da war ich kurz mal auf Abwägen. Aber das ging auch noch mal gut. Ich werde wohl meine Runden alleine drehen hier.
aber bist auch du gut. aus 10 zurückgefallen, oder wie? Ne, ich hab gerade einen Dreher geleistet, weil ich meine Reifen zu heiß gefahren hab. Die haben noch geschmiert jetzt. Nach hinten habe ich 13 Sekunden, nach vorne habe ich 18 Sekunden auf den nächsten. Also ich häng genau in so einem. Bist also 9er oder wie? Ich bin ein 8er. Ach, 8er, alles klar. Weil der vor mir fährt eine 1,38, die habe ich noch nicht geschafft. War 1,39. Und der hinter mir fährt, glaube ich, langsamer als ich. Als wie? Als wie, ja, okay. Ich kann hier vorne an dem dranbleiben, an dem Freund Blase. Wen hat's da erwischt? Ah, Temperatur steigt auf jeden Fall. Wow. Hätte ich hier fast Platz 3 angreifen können, das will ich gerade gar nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich kann gerade nicht allzu viel erzählen. Es läuft, aber es ist recht anspruchsvoll. Jeder kleine Fehler wirft sofort ein, ungefähr Sekunden nach hinten zurück. Aber wir haben sogar hier im Notfall, hoppala, Platz 2 im Blick, der da irgendeinen kleinen Fehler begangen hat.
Noch 38 Minuten, also noch roundabout 8 Minuten plus X bis zum Boxenstopp. Genau, bis Rennhalbzeit ist. Und dann gucken wir mal weiter. Oh, ein Rutsching. Einmal Rutsching around. Ah, er hat aber auch Probleme hier, Mr. Suprezza. Racing ist auf 5 vor. Hat hier Nummer 3 einen riesen Kanten drin. Ey, 1,38er geschafft. Nicht gut. Fast hätte ich ihn verloren. Fast hätte ich das Heck verloren. Zu doll auf den Körper gekommen. Da ging er rutschen drin. Hoppala. Ei, der war eben außen. Aber von ihm auch. Grad haben wir. Streckentemperatur mittlerweile. Oh, oh. Boah, das ist nicht für meinen Reifen gut. Boah. Shit. Reifentemperaturen auf meinem Heck. Die Höhe. Irgendwie. Ich muss noch ein paar Minütchen aushalten. Ah, bei mir geht's langsam auch vorne ein bisschen ab. Hinten ist noch okay. Eine Runde ziehe ich noch und dann ich glaube ich Reifen wechseln, also ich verliere jetzt auf jeden Fall auch an Zeit. Ja, muss man ja erst noch einstellen hier. Ja,
ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachkorrigiert. So, wir laufen auf Mixmasker auf, der hier im Moment Platz 10 inne hat. Oh, und hier auch gerade abfliegt, aber alles nochmal gut gegangen. Glück gehabt. Also ich fahre jetzt rein. Ich hab bloß das Boxenschild. Ist schon vorbei, ne? Kommt eigentlich. Okay. So, also Mojo in der Box. Ja, vor mir ist auch EFSK oder so heißt der. Auch ein McLaren. Vorsichtig die ersten zwei Runden. Wesentlich angenehmer mit den Reifen. Obwohl du auch recht hattest, man kann lieber ein bisschen zu kaltere Reifen fahren als wie zu heiße, weil ja, letzten zwei Runden habe ich echt rumgeschmiert.
Hoppala. Verdammt, und jetzt steht er bestimmt direkt vor meiner Boxeneinfahrt und deswegen sehe ich meine Boxen nicht. Ah, oh, ist das ärgerlich. Ah, nein, cool, er steht direkt dahinter, das ist sehr gut. Ich war ja der Erste, deswegen hatte ich schön ein freies Sichtfeld. Oh Gott, ich wurde ganz schön verschoben, aber egal. Hoppala, das war falsch. Der Boxenstopp war schon mal nicht so gut, aber egal. Mal gucken. Also weiter als Platz 4 wird uns das nicht zurückwerfen. Platz 1 und... Ne, Platz 1. Oh, hoppala, haben wir kurz mal die Bande mitgenommen. Oh, da sind wir auch über den weißen Streifen gefahren, wir Schlinge. Wir sind jetzt sogar auf Platz 3 vor. Das ist ja erstaunlich. Oh, ein Platz gut gemacht. Wirklich schön. Das ist natürlich erstaunlich, wie auch immer das ging. Ja, inzwischen nach vorne und nach hinten 13 Sekunden Abstand. Das ist natürlich spannend. Ja, mein siebter der siebte Platz ist in Sichtweite. 5 Sekunden hab ich drauf. Ja, also bin ich dran. Wäre mein zweiter Podestplatz. Ach Quatsch, der siebte ist ja direkt vor mir. Ich dachte, das wäre noch das zweite Auto. Ja, noch besser. Oh. Senihan, der ist. Der war vorhin Zweiter. Ja, der ist jetzt Siebter. Okay. Lässt der 10. einen vorbei, ist auch gut. Aber der ist schon nach dem Fersengeld. Thank you.
war ein Stückchen zu weit innen. Naja. Ja, aber im Moment immer noch Platz 3 und aktuell kann ich da auch Platz 4 noch hinter mir halten. Boah. Und irgendjemand hat sich in Sektor 3 abgelegt. Das Heck in der schnellen, den schnellen Knick am Ende der Start und Ziel. Schon das zweite Mal fast verloren. Ich glaube, ich muss mehr gerade bremsen. Ich glaube, ich habe das Lenkrad noch leicht eingeschlagen beim Bremsen. Ja, ne, Läuft bei mir. Oh, der Roadrunner kommt in 4 Sekunden auf einen Palot vorbei. Sehe ich schon. Das war aber komplette Ausnutzung der Kurve. Oh.
So, am Ace 8er 3X sind wir vorbei. Also bei mir war jetzt gerade der Roadrunner vorbeigefahren. Also ich wurde jetzt gerade überrundet vom ersten. Der Schwede hier wirklich gut unterwegs. Ich hol auf, ach so, Mixmasker auf, ja toll. Jetzt 10. Ah ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Genau. 2. Der kommt jetzt auch bald. Ja, wir begrüßen den 5. Zuschauer. Oh, jetzt habe ich mich gedreht. Ja, warum machst du sowas? Ja, ich sehe dich sofort. Also, ich weiß nicht. Ja, Vorsicht, hinter mir ist auch der 9. Ich fahr auf die Wiese. Also, nee, fahr weiter. Ja. Hinter mir ist der 9. Boah. Mixmasker ist ja eine Runde zurück, der ist erstmal egal. Ja. Aber wie gesagt, hinter mir ist der 9. Fahren, um irgendwie die abkühlen zu lassen wieder. Hoppala, eieieiei. Boah, der war verrückt, der Wedler. Krasser Scheiß. Nee, der Mixmasker hat mich völlig fair durchgelassen, okay. Alles gut. Sah fast so aus von beiden, nämlich. Nee. Hat sich berührt. Platz. Fahr. Nee, fahr vorbei. Ich bin Gaststarter, ich lass lieber dich schön vorbeiziehen, will keinen im Weg sein. So, nicht da. 12 Minuten noch. Ei, und verbremst.
Hä? Wieso wird mir plötzlich grün die Fahne angezeigt? Ja, hab ich auch gemerkt. Leicht irritierend, ne? Na gut. Verrückt. Erzähl du doch was. Es ist ein so stiller Stream diesmal. Das ist völlig verrückt. Ja. Mein Hund brummelt. Vielleicht erzählt ihr euch was. Mia, möchtest du uns was mitteilen? Oh. Bell uns mal das Hundealphabet. Genau. Guck mal, ich bin hier gerade sogar mal wieder auf Bestzeitkurs unterwegs. Jetzt nicht mehr. Da. Ja. Und wie viel Sprit hast du noch? Noch 30 Liter. Ja, ich 37. Ich hab nochmal 2 Liter draufgehauen für ihn, vorsichtshalber. Wo ich jetzt ganz brauchen muss. Nein! Ach, shit. Hab ich ja nicht aufgepasst. Ah, es sind noch 6 Runden, nee, 11 Runden sogar. Ich weiß nicht, was ich irgendwie gerade falsch mache an der einen Kurve. Ja. Ja, nach vorne geht da nicht mehr viel. Da müssen es schon Fehler bauen, die Jungs da vorne. Und da sollte ich doch lieber selber drauf achten, dass ich hier keinen Mist baue.
Aber auch nach hinten sind es 20 Sekunden, also. Mutsche, du verteidigst gefälligst schön Platz 8, ne? Ja. Genau, so. Muss mich mal zusammenreißen, dass ich hier keine großen Spitzer noch mache, weil sonst hab ich den verschenkt, ja. Ist ja nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den neuen nicht vorbeikriege. Hoppala. Muss ich den fünften nämlich vorbeilassen? Scheiße. Irgendwas verkacke ich gerade in der Kurve dahin. Hubala. Haben mal ein wenig rausgedriftet, getut. Der war hart.
vorletzte oder letzte Runde. Ja. Jetzt bei 51 drüber gefahren, also wird das jetzt meine vorletzte da, ne? Gibt's noch die Final Lap, glaube ich, ne? Ah, ich glaube, das entscheidet gerade der Roadrunner, ob der noch eine Runde geht. Der ist 35 Sekunden vor mir. Ja, jetzt ist er in die letzte Runde gegangen. Das stimmt noch nicht. Erst ab jetzt. Erst wenn, wenn man drüber fährt, ne? Ja. Ja, aber ein guter dritter Platz, Junge. Damit kann ich doch gut leben, du. Ja. Das gibt Punkte auf jeden Fall. Ja, naja, gut. Ich fahre ja im Moment nur jedes zweite Rennen mit. Also habe letzte Woche aussetzen müssen und setze ja auch nächste Woche wieder aus. Ja, das ist ein dritter Platz schon kostbar, der Punkte mitbringt. Besser wäre klar Erster, aber naja, kann ich alles haben, ne? Das wäre unrealistisch. Und selbst der Dritte ist hier schon eher eine Überraschung. Aber ein Platz vom Quali gewonnen. Ja, Glückwunsch an Roadrunner, Glückwunsch an, ja, an Supresa für Platz 2. Das muss man schon mal sagen. Well done, guys. Oder Skoll, ne? Kann man auch sagen als Schwede. Skoll. So, und ich hole mir hier Platz 3. Das ist doch aber auch sehr zufriedenstellend. Ja, I'm on the podium. So sieht's nämlich aus. Ah, fahr mal die Karre noch nach Hause in die Box. Jo, Platz 3, hippie, Krawall und Bambi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ups, Alter. Ja, cool. Danke an deine Racegruppe, dass ich hier das Gastrennen mitfahren durfte. Ja, ist ganz schön. Glückwunsch auch zu Platz 8, war doch auch super. Ja. Jetzt ist das hier schon vorbei. Oh, jetzt wird's spannend. Ui, 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 zu weit raus. Ui, ui, ui. Ja, da machen wir eben ein Fotoschirm. Falls einer das braucht. Sehr schön, Platz 3. Krass, also 1, 2, 3 McLaren am Fahren im Feld, okay. Ja, und wieder 3 Audis. Und ich war zweitbester Audi. Wolli ist den zurückgefallen bis auf 6, der ist glaube ich auf 5 hinter mir gestartet. Und ich bin glaube ich an Zeninja vorbei, der da auf 7 zurückgefallen ist, weil ich weiß gar nicht, ob B-Racing vor mir war. Nee, ich glaube ja, Zeninja war nämlich dritter Platz, wenn man guckt hier Qualify-Ergebnis, ja, ne? Zeninja war dritter.
Genau. Und dann ist der nämlich zurückgefallen, deswegen bin ich da auf 3 vor. Na daher, super. Dann sagen wir erstmal schönen Abend. Wie gesagt, Hervorragend. nochmal der Hinweis an morgen für morgen. Morgen geht es weiter mit der ATC. Und da darf ich euch sogar Liga 1 präsentieren. Also die ganz großen Jungs, hätte ich beinahe gesagt. Ganz Und schnell. da, wie gesagt, das Finale in auf beim am Nürburgring. Und ja, ansonsten ja, ab und zu wahrscheinlich immer mal wieder weiterhin hier ACC-Action, auch wenn jetzt hier die Liga zumindest offiziell erstmal ihr Ende findet nächste Woche. Aber da bin ich ja wieder bei den Sofa-Racern, aber das werde dann alles genaueres erfahrt ihr dann demnächst. Und überhaupt, wie es jetzt hier weitergeht nach 1000 Abonnenten etc. Bis dahin, macht's erstmal gut, schönen Abend. Ciao, hier das SFRT und der VRE, der Mojo und der Vincent. Auf Wir sehen Wiedersehen, schönen uns und genau. Macht's gut, startet schön in die Woche. Ich hoffe, ihr habt morgen auch frei und ich gehe jetzt Super Bowl gucken. Bis denn, macht's gut. Ach, und seid lieb zueinander.